Ein neuer Tag ist im Anbruch und wir befinden uns im Süden von Deutschland am Chiemsee, wo Claudius Kern, einer der Pioniere im Jurtenbau im deutschsprachigen Raum, ein 10-tägiges Seminar für den mobilen Jurtenbau leitet. Ganz unterschiedliche Menschen haben sich hier versammelt, aber alle teilen einen gemeinsamen Traum, nämlich rundes Wohnen. Nach diesen 10 Tagen soll ich hier eine fertige Jurte stehen. Die vielen Jahre, die ich jetzt schon Jurtenbau sind ja über 15 Jahre jetzt, sind die Jurten zunächst immer ortsfester geworden. Und vor 2 Jahren habe ich gesagt, das kann nicht mehr so weitergehen, das ist nicht der Grundgedanke der Jurtenbauweise. Sie soll ja so mobil wie möglich sein. Und habe mich dahinter geklemmt, zu schauen, wie kann ich dieses Hochmobilitätsprinzip wieder voll einführen. Das ist jetzt das Produkt davon. Nichts ist perfekt, das ist sicher noch weiterentwickelbar, aber sind sehr, sehr viele Innovationen drinnen gegenüber der anderen Bauweise. Mache ich bei der Jurte die Tür und das auf. Kuppel auf. Und zwar von innen. Und zwar von innen. Und da haben wir uns eine schlaue Konstruktion ausgedacht. Und zwar einfach mit Schnüren. Ja. Die wollen wir auch dann praktisch anbringen. Weil das muss ja ein bisschen runter hängen. Das muss ja überlappt sein. Ja. Also als nächstes habe ich den Überhang, das Sommerjurte 15 cm. Die brauchen wir aber für die Ausdachplatte. Dann rechnen, also wir haben jetzt 12 cm oder 13 genommen. So, da hältst du fest. Ja. Und da hältst du den Finger drunter, dass oben bleibt. Ah, das ist gut. Fein, hä? Das gefällt mir. So, da sind wir drüber, das macht nichts. So, und so weiter. So, und dann? Okay, und jetzt so. Ummarkiert sie außen. Und so quasi. Ach so, das ist dann unabhängig von dem. Mhm. So. Die müssen wir jetzt miteinander irgendwie verbinden. Wo kommt die Schraube rein dann? Hier? Ja, so. Also, dass sie so sehr flach da durchgeht. Ja, genau. Ja. Jetzt brauchen wir einen Bohrer und eine ganz dünne. Ja, ich finde, so Jurten waren sicherlich immer auch bei mir im Gedanken drin, einfach als nomadische Behausung. Und ich hatte jetzt nie eine besondere Faszination damit, aber ich habe schon immer gespürt, dass runde Räume irgendwie eine besondere Ausstrahlung haben für mich so. Und ich habe festgestellt, in unserer Gesellschaft, es gibt alles fertig. Du brauchst nur einen Wunsch haben, du brauchst nur eine Idee haben und es ist fertig. Und mit den Kindern merke ich, mir fehlt der Raum, wo sie selber was schaffen können, was kreieren können, wo sie einfach ihre Talente auch ausprobieren und entdecken können. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt ist die Zeit gekommen, um diesen Jurtenbaukurs zu machen. Ich glaube, also für mich ist auch wichtig, dass ich so eine Beziehung habe zum Gegenstand. Also sei es jetzt ein Haus, ein Auto oder sei es nur die Geldbörse. Und ich habe gemerkt, ich habe sehr wenig Beziehung, wenn ich mir jetzt irgendwas machen lasse, von dem ich nicht weiß, wie es konstruiert wurde, was damit involviert war. Ich habe zum Beispiel mit Leder gearbeitet und mache mir zum Beispiel Geldbeutel, Geldtaschen selber und
kann dadurch eine Beziehung aufbauen zu dem Material und auch zu der Machweise, weil ich einfach weiß, welche Naht wie gesetzt wird. Und jedes Mal, wenn ich das Teil in die Hand nehme, freue ich mich und merke, wow, ich weiß, wie sich das anfühlt im Rohzustand. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn es bearbeitet wurde. Und so ähnlich würde ich mir das für die Jurte wünschen. Auch 6 Meter. Und die Unterseite auch so genäht wie gesagt? Nein. Das war einfacher. Einfacher, ja. Das sind ja eben den Platten drinnen, ja. Und da braucht man das nicht steppen. Da braucht man sie nur auflegen. Aber das ist nicht schlimm, das ist ja. Und das ist dann ringweise aufgenommen. Das ist Zementpapier. Also dieses kannst du eben stattdessen machen. Da geht sie gerade durch, dadurch sind wir nicht im Kleinen. Aber ach so, die ist nicht tatenförmig. Ja. Einfach was Geborgenes, also jede runde Form. Ich denke, das haben wir irgendwie in uns, dass wir einfach alle Babys waren im Bauch von unseren Müttern. Und auch das Licht eben. Also, weil eben der Gedanke, eine Jurte ist ja dunkel und es muss so hell sein. Aber auch dieses Licht, dieses diffuse Licht von dem Ring, das reicht eigentlich, um sich wohl zu fühlen. Das ist einfach in unserer Natur. Und deswegen denke ich, ist das mit der Jurte und dass jeder seinen eigenen Platz hat oder sein eigenes Gebäude, was er schaffen kann, egal wie, nach seinen Vorstellungen, was kreieren kann, kreativ sein kann und dann drin leben kann, bringt eine andere Verbindung zu dem Land, auf dem es steht und bringt eine andere Verbindung zu dem Gebäude, in dem du lebst und wie du lebst. Und das Ganze auch noch mit Materialien, die du selber beschaffen musst, mit denen du dich selber auseinandersetzt, wo du selber die Verantwortung dafür trägst. Ja, dann ist es wieder ein ganzer Prozess von Anfang bis Ende. Und äußerlich schauen sie ziemlich gleich aus alle. Aber im Aufbau selbst ist es sehr, sehr verschieden. Einer der wesentlichen Sprünge des Ganzen ist das Faltjurtenprinzip, dass das Dach auch aus faltbaren, zusammenfaltbaren Dachstangen besteht. In dem Fall am besten aus Bambus, weil man die am leichtesten transportieren kann. Was wir jetzt gemacht haben, machen wir dann drüben. Also wir nehmen wieder raus am besten und dann erst wieder oben drin, dann kommt der neue. Ja. Aber das ist für mich auch einfach so eine Metapher, dass es immer in der Natur auch mehr in dieses Runde geht. Und wir gehen dann auch diese toten Ecken, die bekannten in einem Rechteck im Raum zum Beispiel, ne, wo man dann Mysterionlage hinstellt oder versucht, ein Sofa reinzurücken. Das geht durch die Jurte eigentlich, also gewinnt man. Mhm. Ne, dieser tote Raum geht verloren dadurch. Und tut es nicht gründen, sondern es geht stark der Reihe auf. Also ein Paar. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir einfach mal. Ja, das ist verbunden. Warte mal, schau mal, das ist. Achtung, wo ist der heute? Achtung! Wo ist die. Also hier haben wir zu wenig. Schau mal, du hast sie. Kann ich mal die Reihe aufpassen? Wir brauchen noch ein paar Leute. Wir brauchen Leute! Aufpassen, glaube ich, wenn die Dinger gut ankommen. Dass die Dämmung aus Schafwolle besteht, da hat man das Problem, dass die Schafwolle in sich zusammen
fällt, wenn sie senkrecht steht oder so. Also man muss sie ankleben an der Wand und eben Dach eben an den Membranen. Und der große Vorteil der Schafwolle ist, dass er sich auf 20% zusammendrücken lässt. Keine abgeschnittene, keine Schläge. Ja, wenn die Tür jetzt in der Stoffe ist, drin ist. Der ganze Gerät ist da. Ja, der Stoffe ist drin. Ich glaube, dass man das auch wichtig sehen, wenn man den anderen Ring drauf tun. Du kannst die Wasserwaage legen auf die lange Seite. Ja, warte mal. Hättest du es oder hast du es? Hätte ich gerne. Das geht schon. Das geht schon. Kannst du ja mal so liegen lassen und da die Leiter verstellen. So. Dann mach ich die Höhe. Ja. Pass auf deinen Daumen. Da geht schon, oder? Das kriegt das gut. Da ist der Nagel nicht ganz drin. Ja, sehr gut. Ja. Fett, Alter. Jetzt kommt man die dann rein, die schräg abgeschnittenen. Im Endeffekt geht es darum, für mich, so habe ich es verstanden, wie baut die Natur. Und ich denke, die erfolgreichsten Projekte von uns Menschen sind einfach deswegen so erfolgreich, weil sie am nächsten an der Natur dran sind, wie es sowieso schon ist. Und deswegen funktioniert es dann auch gut. Aber es ist interessant, wann die Dinge wiederkommen. Also damals war es einfach nicht Thema, da habe ich es einfach als schönen Versammlungsraum wahrgenommen, das in Kalifornien oder eben in den Filmen halt als nomadische Wohnstätte, die irgendwie wirklich schön aussieht. Aber ich hatte jetzt nicht so diesen Traum in mir, so ich muss unbedingt in der Jurte leben. Nur auch, ich glaube auch, was so ein Thema war, als reduzieren. Und immer wieder gab es bei mir so Punkte, wo ich reduzieren musste. Und dann habe ich es erstmal auf dem VW-Bus reduziert und dann halt gemerkt, wow, was für eine Freiheit einem das gibt. Gell? Und jetzt mit Kind, haben wir den Versuch wieder gemacht, sesshaft zu werden. Also Wohnungen zu haben, große Wohnungen, viel Platz, Möbel, Tische, alles drin, Küche. Und merken, wie viel Zeit man aufwendet, das zu pflegen. Und wir haben schon ganz oft auch drüber gesprochen, weil wir würden gern wieder reduzieren. Und wir haben auch wieder angefangen, also Michael total extrem, auch wieder alles zu verkaufen, loszulassen, wegzugeben. Ja, so könnte man die Strategie auch bezeichnen. Naja, aber du kannst auch sagen, möglichst viele Fixpunkte, unproblematische Fixpunkte. Ich ziehe jetzt hier die Nadel raus. Ja. Die bringe ich runter. Bin jetzt einfach gespannt, wie es sich dann anfühlt. Ja, ich denke, das ist eine Sache, die Logik oder der Verstand sagt eins und dann die Erfahrung bringt es, aber was ist es denn wirklich? Was macht es denn? Und dafür brauchen wir eben die Erfahrung und können nicht nur alles theoretisieren. Aber momentan ist es für mich als Erfahrung im Bauwesen einfach noch eine Theorie. Nikea hatte jetzt gemeint, viel zu tackern. Kommt, Leute, macht schon. Ja, machen wir Mona. Mona. Gib mir mal die Zunge. Ja, klar, kein Problem. Dann schlag's ja Strom rein. Und dann kannst du mit rein. So geht's besser. Und wie heißt das? Washing Cycle. Wir haben jetzt so ganz überzeugt geklungen. Manchmal frage ich, bin ich dann wirklich so überzeugt, auch in der Jurte wohnen zu wollen? Tag für Tag ist nochmal was anderes, da reinzugehen und zu sagen, wow, schön, tolle Atmosphäre. Aber wie sieht es dann Tag für Tag aus? Das ist nochmal was so. Ja, das wird die Zukunft zeigen. Aber das ist ja das Spannende. Also ich denke, das Spannende ist eben, dass sich sowas entwickelt und dann kommt. Und man sich das ansieht. Und für mich ist dann eben auch immer der erste Schritt, ich lerne die Menschen kennen, die entweder damit arbeiten oder darin leben.
versuche das selbst dann zu erfahren. In dem Fall haben wir jetzt halt mit dem Baukurs angefangen. Man hätte auch anfangen können, einfach mal in der bestehenden Jurte zu leben. Ne? Wäre auch eine Richtung gewesen. Aber es hat sich halt jetzt so ergeben mit diesem Baukurs. Und jetzt bin ich halt auch gespannt, was daraus kommt, weil es ist ja auch interessant, was für Menschen haben sich jetzt hier gesammelt. Die ganze Jurte, wie sie da steht, hat auf einen kleinen Anhänger. Ich habe einen Anhänger von 2,50 Meter mal 1,40 Meter. Und da hat sie locker drauf Platz, hat noch einiges von Einrichtung drauf Platz, wenn man sie transportiert. Das Ganze ist auch etwa nur 150 Kilo schwer, die gesamte Jurte. Ist total leicht. Aber das Wesentliche ist, sie ist wie alle anderen auch im Winter voll heizbar, im Winter voll benutzbar in unserem Klima. Also ein voll funktionsfähiges, winterfähiges Haus und Heim. Was für mich so von der Idee her neu war, also ich habe immer so die Jurte als Wohnraum betrachtet. Jetzt hat meine Teilnehmerin gesagt, nee, sie möchte eigentlich einen Seminarraum draus machen, also einen Arbeitsraum, was ich toll finde. Ne? Vielleicht hat die ein Haus mit Garten. Und sagt, nee, also die Praxis möchte ich nicht in der Stadt haben, ich möchte nicht hin und her pendeln, sondern ich mache meine Praxis, die kommt wahrscheinlich aus dem therapeutischen, körpertherapeutischen Bereich, die möchte ich in meinen Garten verlegen. Da habe ich mit der Jurte habe ich einen Raum, der sehr harmonisch ist, der aber auch in sich geschlossen ist, Schutz bietet. Ich habe da, wenn ich möchte, keine Fenster, nur gegen oben hin. Und zu sagen, ich mache da Massagen, ich arbeite da mit Gruppen, ich bin dort kreativ, es könnte auch ein Atelier sein. Ja. Also warum nicht auch arbeiten in einer Jurte im weitesten Sinne. Das war eigentlich für mich neu, wo ich mir denke, wow, das ist auch nochmal was. Vielleicht wird es auch gar nicht der Wohnraumjurte, wer weiß. Aber selbst dann hat es schon den Zweck getan, sich den Arbeitsraum zu kreieren.